Liebe Gemeinde, herzlich willkommen zu einer Wohnzimmerandacht am Sonntag Judika. Heute ist nicht nur der vorletzte Sonntag der Passionszeit, sondern auch der Geburtstag eines großen Komponisten und Musikers. Am heutigen 21. März, vor 336 Jahren, wurde Johann Sebastian Bach geboren in Eisenach. Seine Musik, finde ich, hat die Welt verändert. Und jemand hat einmal gesagt, dass seine Werke zum musikalischen Evangelium der Nachwelt geworden seien. Mit Superlativen sollte man ja im Allgemeinen eher zurückhaltend sein. Und es darf bezweifelt werden, dass Bach sich seiner eigenen musikalischen Größe bewusst war. Ein schöner Charakterzug von ihm war vielmehr die Anerkennung anderer Musiker und seine Hochachtung vor ihnen. Zu Bachs Lebzeiten ist ihm selbst diese Hochachtung in vielen Fällen verwehrt geblieben. Heute halten ihn viele für den größten Komponisten, der je gelebt hat. Johann Sebastian Bach in einer kurzen Andacht gerecht zu werden, ist nicht unser Ziel. Wir wollen heute an seinem Geburtstag allerdings an ihn erinnern und an den unermesslichen Schatz, den er nicht nur der Kirche, sondern all denen hinterlassen hat, die sich für Musik begeistern lassen. Und so wie Bach seine Werke oft mit dem Kürzel Soli Deo Gloria, Gott allein die Ehre, überschrieben hat, so feiern wir auch diese Andacht zur Ehre Gottes und im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich glaube, ohne Musik wäre das Leben für mich nicht zu ertragen. So einzigartig wie die Musik ist die Lebenslage, in der ich sie höre. Musik begleitet mein Leben von Anfang an. Als Kind soll ich angeblich gerne Marschmusik gehört haben. Kann ich mir heute gar nicht mehr vorstellen. Später haben meine Eltern mir davon oft erzählt und mich imitiert, wie ich mit erhobenem Zeigefinger den Takt andeutend vor der heimischen Stereoanlage gestanden hätte. Meine erste selbst gekaufte Schallplatte war das rote Album der Beatles. Die höre ich auch heute noch gerne. Irgendwann wollte ich auch gerne selber Musik machen und bekam mit 8 Jahren meine erste Gitarre. Bis heute sind Noten für mich ein Buch mit 7 Siegeln. Und ich bewundere alle, die sie lesen und danach singen und musizieren können. Klassische Musik habe ich erst relativ spät für mich entdeckt, und Jazz noch viel später. Heute bin ich glücklich, wenn ich durch die Wände meines Arbeitszimmers das Klavierspiel aus dem Wohnzimmer höre. Und ich leide darunter, dass wir nun schon ein Jahr lang auf den Gemeindegesang und die Chormusik verzichten müssen. Mir fehlt das gemeinsame Singen und Musizieren, denn es ist eine wichtige Ausdrucksform unseres Glaubens und des Menschseins überhaupt. Luther soll, glaube ich, einmal gesagt haben, wer singt, der betet doppelt. Psalm 150. Halleluja! Lobt Gott in seinem Heiligtum. Es ist wunderbar, es ist herrlich.
Es ist unendlich schön, Gott im Glanz seiner Liebe und Größe zu loben. Dankt ihm für alles, was er getan hat. Dankt ihm, weil er uns mit seiner Liebe umschließt. Dankt ihm mit euren Instrumenten, mit Posaunen, Psalter und Harfen, mit Pauken, Pfeifen und Zimbeln. Dankt ihm mit Chorälen und Orgelmusik. Lasst die Welt erklingen von euren eigenen Stimmen. Lasst das Lächeln in euren Augen zu Musik für andere werden. Lasst das Streicheln eurer Hände den Tag ausklingen für eure Kinder. Lobt mit Bach und Mozart, mit Spiritual und Gospel und mit Blues. Vergesst mir den Blues nicht, wenn ihr Gott dankt. Alles, was eine Seele in sich trägt, lobe Gott. Es ist wunderbar. Amen. Johann Sebastian ist in eine musikalische Familie hineingeboren worden. 2 Tage nach seiner Geburt, also am 23. März 1685, wird er getauft. Ein Spielmann hält den kleinen Körper über das Taufbecken. Johann heißt er nach dem Vater, Johann Ambrosius, und Sebastian nach dem Paten Sebastian Nagel, dem Kollegen des Vaters aus Gotha. Und weil der Vater auch herzoglicher Hofmusikus ist, haben wir alle 3 Bereiche des damaligen Musiklebens vereint um den Täufling: Fürstenhof, lutherisches Gotteshaus und städtischer bürgerlicher Rahmen. Anders als der andere große Barockkomponist Georg Friedrich Händel hat es Bach nie in die weite Welt hinausgezogen. Er ist seit seines Lebens der thüringisch-sächsischen Heimat verbunden geblieben. Als er im Alter von 9 Jahren kurz hintereinander beide Eltern verliert, zieht er zu seinem ältesten Bruder Johann Christoph in das nicht weit entfernte Städtchen Ohrdruf am Thüringer Wald. Aus dieser Zeit erzählt man sich, dass der junge Johann Sebastian oft bis tief in die Nacht beim Mondschein
Notenblätter kopiert habe. Freiwillig wohlgemerkt, nicht gezwungenermaßen. Als Jugendlichen finden wir Bach als Schüler im Michaeliskloster in Lüneburg. Neben seinem Besuch in Hamburg ist das schon fast die weiteste Reise, die Bach in seinem Leben unternimmt. Die späteren Stationen seines Lebens sind Weimar, Arnstadt, Köthen, Leipzig, Dresden, Mühlhausen und Berlin. Er wird der erste Thomaskantor in Leipzig und schreibt unzählige geistliche Kantaten, mit denen bis heute das gesamte Kirchenjahr begleitet wird. Er misst sich als begnadeter Organist mit den musikalischen Größen seiner Zeit und besticht dabei nicht durch sein Äußeres, durch Eleganz, sondern durch sein Talent. Und kurz nachdem ihm Friedrich II. Eine schier unlösbare kompositorische Aufgabe stellt, widmet Bach dem König sein musikalisches Opfer. Bach stirbt am 18. Juli 1750 in Leipzig und hinterlässt seine Frau Anna Magdalena als Almosenempfängerin. Seine unglaublich reiche musikalische Hinterlassenschaft beginnt man erst lange nach seinem Tod recht zu würdigen. Singende Bäume. »Kannst du denn nicht mal für eine Weile still sein?« fragt der kleine Spatz die Amsel, die voller Inbrunst eine Arie nach der anderen schmettert. »Warum sollte ich? Es ist Frühling und endlich kann ich wieder singen.« »Aber ich möchte euch allen doch so gern einmal etwas zeigen, oder besser gesagt, ihr sollt einmal zuhören.« Der Spatz ist aufgeregt. Er will unbedingt völlige Stille im Garten haben, denn er hat etwas gehört, das war so schön, man kann es nicht beschreiben, man muss es hören. Die Amsel verspricht, eine Pause zu machen. 20 Minuten, mein Lieber, länger halte ich es nicht aus. Am alten Kirschbaum klopft ein Specht. Herr Specht, können Sie bitte mal eine Weile die Arbeit unterbrechen? Frau Amsel ist auch einverstanden und schweigt für 20 Minuten, bittet der Spatz höflich. Der Specht stellt sofort seine Arbeit ein, er ist sowieso erschöpft und muss ein wenig ausruhen.
Die Meisen sind ebenfalls einverstanden. Sie hocken erwartungsvoll auf der Teppichstange und warten auf den angekündigten Hörgenuss. Als alles ganz still ist, nur von weitem ruft noch der Kuckuck, da hören es plötzlich alle. Sie können sich nicht erklären, woher dieser liebliche Gesang kommt. »Was ist das?« flüstert die Amsel. »Psst, psst«, machen die Meisen vorwurfsvoll. Die Augen des kleinen Spatzen leuchten. Er ist verliebt. Man sieht es ihm ganz deutlich an. »Da, schaut«, wispert er und zeigt auf den Magnolienbaum. Die Tiere recken die Hälse, sehen aber nichts. »Ein singender Baum?«, fragt die Amsel. »Psst, psst, psst«, machen die Meisen. Auf einmal hebt sich eine Blüte in die Luft. Es ist ganz still. Die Blüte hebt und senkt ihre Flügel. Jetzt erkennen alle, dass es ein Schmetterling ist. Elegant fliegt er davon. Oh, wie schade! Der Specht ist enttäuscht. Wie gern hätte er noch ein wenig gelauscht. »Ich wusste gar nicht, dass Schmetterlinge singen können«, sagt er. Dann fährt er mit seiner Klopfarbeit fort. Die Amsel trällert und die Meisen verteilen sich wieder im Garten, um Nistmaterial zu sammeln. Von weitem ruft der Kuckuck. »Man muss ganz still werden, um die großen Wunder dieser Welt wahrnehmen zu können«, flüstert der kleine Spatz. Jetzt wird er wieder warten, dass sein Schmetterling zurückkommt und ein neues Lied für ihn singt. Solange wird er von ihm träumen. Ich werfe meine Freude wie Vögel an den Himmel. Die Nacht ist verflattert und ich freue mich am Licht. So ein Tag, Herr, so ein Tag. Deine Sonne hat den Tau weggebrannt, vom Gras und von unseren Herzen. Was da aus uns kommt, was da um uns ist an diesem Morgen, das ist Dank. Herr, ich bin fröhlich heute am Morgen. Die Vögel und Engel singen, und ich jubiliere auch. Das All und unsere Herzen sind offen für deine Gnade. Herr, ich freue mich an der Schöpfung. Und dass du dahinter bist, und daneben, und davor, und darüber, und in uns. Die Psalmen singen von deiner Liebe. Herr, ich werfe meine Freude wie Vögel an den Himmel. Ein neuer Tag, der glitzert und knistert, knallt und jubiliert von deiner Liebe. Jeden Tag machst du. Halleluja, Herr. Amen. Der Herr segne dich. Er erfülle deine Füße mit Tanz und deine Arme mit Kraft. Er erfülle dein Herz mit Zärtlichkeit und deine Augen mit Lachen. Er erfülle deine Ohren mit Musik und deine Nase mit Wohlgerüchen. Er erfülle deinen Mund mit Jubel und dein Herz mit Freude. Er schenke dir immer neu die Gnade der Wüste, stilles, frisches Wasser und neue Hoffnung. Er gebe uns allen immer neu die Kraft, der Hoffnung ein Gesicht zu geben.
Es segne dich der Herr. Amen.